Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es geht um Edge Runners, genauer gesagt um die Locations, die wir in der Serie sehen. Die will ich nämlich in Cyberpunk 2077 und damit im Spiel besuchen und dabei kannst du mich sehr gern begleiten. Im letzten Video, das ich dir in der Box verlinke, habe ich mir bereits die wichtigsten Location aus den ersten drei Folgen von Edge Runners vorgenommen. Diesmal geht es um die nächsten drei Folgen, also Folge 4 bis Nummer 6. Wie auch in meinem vorherigen Video verzichte ich darauf, die super bekannten Orte zu besuchen. Also zum Beispiel das Apartment von David, das ganz klar eine Anspielung auf V's Apartment ist. Und dort landet ja jeder ganz automatisch. Auch die Orte am Arasaka Tower dürften wohl jedem bekannt sein, also das muss man wohl auch nicht zeigen. Deshalb gehe ich jetzt auch nicht besonders auf das Afterlife und das Lizzie's ein. Beide Locations konnte man nämlich in Folge 4 sehen und beides ist so dermaßen bekannt, dass ich das ganz sicher nicht zeigen muss. Interessanter ist da aber schon Rebeccas Wohnung, die wir jetzt als erstes besuchen werden. Und hier sind wir auch schon an der richtigen Position. Ich zeige dir mal eben, wo wir genau sind. Wir sind hier in Northside, Longshore North. Ich mache mal die Karte an. Hier sind wir, also wie gesagt, Schnellreiseterminal Longshore North. Das Ganze ist in Watson, Northside. Und wir sind hier an der Ecke. Ja, und hier gibt es auch einen Auftrag. Dieser Auftrag ist ziemlich speziell und da gibt es auch ein geniales Geheimnis. Wenn du mehr darüber wissen willst, schau mal in die Box. Da habe ich dir ein Video zu dieser speziellen Mission verlinkt. Aber es geht ja heute nicht um die Mission, sondern um Orthos Edge Runners. Und da haben wir dann eben so eine Perspektive hier in etwa. Das können wir hier sehen. Da siehst du die Tür und der erste Balkon. Und dann geht es einmal so nach oben vom Blick her. Und dann haben wir diese Perspektive hier. Der nächste Balkon. Und das ist ganz klar und auf jeden Fall dieses Gebäude hier. Und wie gesagt, in diesem Gebäude gibt es eben auch ein Gig, also einen Auftrag. Und im Zuge dieses Auftrages können wir zu dem Auftraggeber in die Wohnung oder eben auch nicht, je nachdem, wie du das dann halt spielst. Und diese Wohnung ist eben Rebeccas Wohnung gewesen. Wir klingeln mal hier eben. Aber es macht keiner auf. Wenn du in die Wohnung rein willst, dann musst du auf jeden Fall bei der Mission genau aufpassen, was du machst. Schau mal in das Video, was ich zuvor erwähnt habe. Da kriegst du weitere Infos dazu. Ansonsten, wenn du die Mission bereits gemacht hast, dann gibt es leider keine Möglichkeit mehr hier reinzukommen, denn danach ist hier verschlossen und du kannst hier nur rein, wenn du einen Mod benutzt. Und das werde ich jetzt mal tun, um die Tür aufzumachen. Aber das geht nicht. Also Plan B, wir glitschen da durch und dann sind wir hier in der Wohnung. Schade, dass ich die Tür jetzt nicht aufbekommen habe. Das wäre besser von der Perspektive. Aber auch so sehen wir ziemlich gut, dass das hier sehr, sehr ähnlich aufgebaut ist. Wenn wir uns mal so hinstellen, dann siehst du geradeaus das Fenster. Du siehst die Box. Du siehst den Raumteiler. Du siehst da oben den Ventilator. Links die Küche ist identisch. Also das ist alles identisch. Nur dieser Bereich, der ist in der Serie ein bisschen verschlossener. Hier haben wir noch weitere Elemente, die den Raum so ein bisschen abtrennen. Und hier ist dann offensichtlich so ein separater Raum gewesen. Manche Orte, die wir uns hier in Night City anschauen, die es in Edge Runners gab, die passen nicht so ganz. Aber hier kann man sich wirklich vorstellen, dass hier vorher Rebecca gewohnt hat. Und nachher ist halt hier eben der Typ eingezogen, für den wir den Job hier erledigt haben und den wir auch während des Auftrages kennengelernt haben. Das ist auf jeden Fall ohne weiteres möglich. Wie gesagt, schade, dass man hier nirgends reinkommt. Es gibt zwar hier überall so Fenster, die man theoretisch aufmachen kann. Können sollte, hier sowas, aber leider, leider, leider geht das nicht. Ja, und die beiden Türen da, die führen auch nirgendwo hin, das ist alles zu hier und wenn ich da durchglitschen würde, dann wäre ich im Nichts, also dahinter ist einfach gar nichts. Also bleibt es hier bei dem, was man hier so sehen kann. Ja, und wie gesagt, das ist hier Rebeccas Wohnung. Okay, wir machen uns auf den Weg zum nächsten Ort. Und hier sind wir am nächsten Ort und zwar trifft David hier Lucy. Das Ganze sieht in etwa, ja, ich würde mal sagen, so aus von der Perspektive hier.
wir sehen geradeaus durch, ist der Raumhafen. Hier haben wir einen Teil vom Steg und hier ist die Leiter. Und die haben wir auch in Edge Runners. Die Entfernung zu dem Raumhafen ist hier ein bisschen weit. Das sieht hier in Edge Runners auf jeden Fall alles deutlich näher aus. Und auch die Fenster sind deutlich beleuchteter als eben hier im Spiel. Und so sieht es aus, wenn wir uns umdrehen. Das ist der gesamte Steg. Und dann sehen wir auch schon, wo wir hier sind. Wir sind hier nämlich an der Marina. Und ich mache mal die Karte auf, damit du siehst, wo genau das ist. Ja, und wir sind genau hier. Das ist die Position. Hier ist, wie gesagt, der Raumhafen und der nächste Schnellreiseterminal ist hier Gold Beach Marina oder hier eben Corporation Street. Das sind auf jeden Fall die nächsten Schnellreisepunkte und dann läufst du einmal hier so rüber. Hier auf dem Bild sehen wir neben Lucy und David auch ein bisschen was von dem, was wir halt auf diesem Bild hier auch sehen. Also das hier ist auf jeden Fall die gleiche Position wie in Edge Runners. Das ist in etwa die Position, als Lucy beschließt zu gehen und die beiden laufen wahrscheinlich dann hier entlang und bleiben immer am Wasser an der Promenade, wo sie halt entlang joggen. Denn die nächste Edgerun-Szene ist nämlich ganz in der Nähe, dafür fliegen wir hier einfach mal so rüber, geradeaus durch, immer weiter, 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 denn hier haben wir die nächste Position. Das ist nämlich diese hier. Und hier muss ich jetzt nochmal die Perspektive ein bisschen ändern, ungefähr so, dann passt das einigermaßen. Ist natürlich immer ein bisschen perspektivisch anders, aber das ist der Punkt, wo Lucy da an diesem Geländer lehnt. Und da haben wir auch die Lampe, sogar mit zwei Abfallsäcken, genauso wie in Edge Runners. Wir haben dort die beiden Bänke mit dem quadratischen Pflanzentopf in der Mitte. Und wir sehen im Hintergrund ein Raumschiff und natürlich auch die Straße, die hier hinführt, inklusive den Palmen rechts und weiter rechts dann noch Gebäude. Also das ist auf jeden Fall dieselbe Position. An diese Position kommst du auch, wenn du die Rennen mit Claire machst, aber wenn du darüber hinaus später nochmal hier hinkommst, dann steht hier eine Frau und die hat etwas verloren. Ich will dich da jetzt nicht spoilern, aber du solltest diesen Ort auf jeden Fall mal besuchen, falls du das noch nicht getan hast. Wir sind am nächsten Ort und diesmal sind wir in Santo Domingo und diesen Ort konnten wir bereits in den ersten Folgen sehen und zwar war das auch der Ort, wo die mit der geklauten Limousine hingefahren sind, wo auch ein Tiger Claw aufgetaucht ist, dem dann ein ganz besonderes Schicksal widerfahren ist und diese Location taucht halt nochmal auf und deshalb zeige ich sie auch jetzt erst und die Perspektive, die wir da haben, die sieht ungefähr so aus. Und da ist jetzt ein Garagentor offen, das habe ich mal mit einem Mod aufgemacht, aber da drin ist nichts. Aber es war hier eben Bestandteil einer Mission und bei dieser Mission bekommst du auch ein Fahrzeug und wenn dich das interessiert, dann schau mal in die Videobeschreibung, da habe ich das Video dazu, damit du dir das auch abholen kannst. Und das liegt hier in Santo Domingo, ich mache mal die Karte auf. Ja, und hier sind wir, also Santo Domingo, Rancho Coronado und der nächste Schnellreisepunkt ist hier San Amaro Street. Dann brauchst du ja einfach nur so entlang zu fahren und dann hier aufs Gelände, dann bist du auf jeden Fall hier. Markant ist auch diese Position, die dürftest du auf jeden Fall aus den ersten Episoden kennen. Wir sind an der nächsten Location und zwar sind wir hier an der Medetsky Tankstelle und das ist ganz klar in den Badlands und hier haben sich Maine und David getroffen, um etwas zu üben und wir sehen hier in etwa diese Szene hier, allerdings stimmt hier auch die Perspektive mal wieder so gar nicht überein. Das Gebäude mit der roten Werbung, die wir im Edge Runners Bild sehen, die sehen wir da auch, das ist diese Werbung, allerdings sehen wir hier gar nicht das Gebäude, sondern wir sehen hier einen riesigen Müllberg, was natürlich bedeuten kann, dass der Müll seitdem ordentlich gewachsen ist und es sind auch einige Palmen noch im Hintergrund zu sehen. Hier sehen wir davon gar nichts mehr, könnte sein, dass das alles zugeschüttet wurde mit Müll. Wenn ich hier mal den Mod anmache, dann siehst du auf jeden Fall das Gebäude hier. Konkreter, das ist auf jeden Fall das Gebäude, was wir da auch sehen, ganz markant mit diesen X-Streben dort. Und hier die Karte, damit du siehst, wo wir sind in den Badlands und das Ganze liegt halt hier östlich von Night City und das nächste Schnellreiseterminal ist hier Medetsky Tankstelle. Also wenn du da rauskommst, stehst du direkt davor.
Und wir sind zurück in Watson. Diesmal ist es eine sehr besondere Location. Hier ist etwas sehr Tragisches geschehen. Es war eine sehr uncoole Sache, die aber ziemlich cool in Szene gesetzt wurde. Also auf jeden Fall ein Beweis, dass man in Night City aufpassen muss, mit wem man sich genau anlegt. Das Ganze spielte sich auf jeden Fall hier an diesem Ort ab. Und ich mache natürlich wieder die Karte auf, damit du weißt, wo wir hier sind. Das Ganze ist in Watson, Northside. Und der nächste Schnellreisepunkt ist auf jeden Fall hier Martin Street. Dann fährst du hier einfach so entlang und dann geht's hier rechts rein. Und dann bist du hier auch schon auf diesem Platz. Aber wir machen weiter und gucken uns den nächsten Ort an. Und hier sind wir am Schnellreiseterminal Crescent and Broad in Japantown. Ich mache mal gerade die Karte an, damit du siehst, wo wir sind. Wir sind hier Crescent and Broad und das Ganze ist in Westbrook, Japantown. Einmal hier rausgezoomt, damit du genau siehst, wo wir sind. Ja, und hier müssen wir einmal so herum. Hier runter in die Garage. Denn das hier wird dir sicherlich bekannt vorkommen. Das Ganze ist hier aus der Rettungsmission, also aus der allerersten Mission, die wir machen. Hier stand die Karre mit Jackie und V drin. Und genau hier sehen wir auch viele Szenen in Folge 5 und 6, also zum Beispiel hier diesen Parkplatz. Hier haben wir in etwa diese Szene, dort wo im Spiel die Schrottkarre steht, steht den Edgerunners die Karre des Teams und darin sitzt halt Lucy und David, beziehungsweise später dann nur Lucy, aber das ist genau diese Tiefgarage hier. Wir fahren jetzt mal hoch und auch diesen Aufzug sehen wir dann später und zwar voll mit Cops. Die Perspektive sieht dann ungefähr so aus. Ja, und dann haben wir hier auch diesen Gang, den wir in Edgerunners sehen können und generell also dieser ganze Bereich hier inklusive der Wohnung, die wir ja bereits aus der Rettungsmission kennen, da spielt sich eine ganze Menge ab und es gibt jede Menge Momente, wo man sagt, okay, das kennst du doch und auch diese Szene ist völlig klar, das ist der Computer hier. Und wenn wir hier einmal rausgehen, dann siehst du, das war der Landeplatz für Traumateam. Und genau an dieser Stelle landet auch in Edgerunners das Traumateam. Und wir haben dann diese Perspektive hier, die wir dann sehen können. Alles in allem spielt sich wirklich sehr viel in dieser Wohnung ab und es lohnt sich auf jeden Fall, hier einmal zurückzukehren. Kommen wir zur letzten Location. Und hier sind wir auch schon wieder in Watson und sogar wieder in Northside. Ich mache mal hier gerade beim Terminal wieder die Karte auf. Wir sind hier an den Docks und auch an dem gleichnamigen Schnellreiseterminal. Und das Ganze ist natürlich wieder Watson Northside. Ja, und von hier aus müssen wir jetzt hier lang. Und dann kommen wir zu diesem Gebäude hier. Wenn du hier das erste Mal bist, dann hast du hier auf jeden Fall einen Auftrag, der sehr cool ist. Den kann ich dir nur empfehlen. Mit einer sehr coolen Möglichkeit der Entscheidung. Aber darum geht's nicht. Wir gehen jetzt erstmal rein und dann gehen wir hier in die Bude rein. Und dann haben wir hier die Tür mit dem Fenster. Komme ich nicht rein. Die Tür ist zu. Schauen wir mal, dass wir einen anderen Weg finden. Es gibt auf jeden Fall genügend Wege hier. Also hier kommst du auf jeden Fall rein. So, da sind wir auch drin. Durch das Fenster wollte er irgendwie nicht, aber wahrscheinlich war ich einfach nur zu blöd. Ja, und dann haben wir hier diese Szene hier. Ich mache mal ein bisschen dunkler, so ist es auf jeden Fall besser. Und dann haben wir hier die Szene, wo wir auch den BD-Typen da sehen. Und hier ist wirklich absolut alles gleich. Die Treppe, die Monitore rechts, der Geschützturm da oben. Also das ist auf jeden Fall die Location hier. Und wenn du hier hinkommst wegen dem Auftrag, dann wirst du auch wissen, dass dieser Ort hier auf jeden Fall BD-Tradition hat, um es mal so zu sagen. Hier haben wir jetzt die Perspektive in die entgegengesetzte Richtung. Hier gucken wir also quasi auf Höhe der Treppe Richtung der Wand, wo wir eben standen. Und dann siehst du halt auch die Tür, du siehst das rechteckige Fenster, du siehst die Monitore und eben hier dieses kleine Regal. Selbst das steht hier weiterhin. Ansonsten gibt es ein paar Unterschiede, aber auch hier wieder ganz klar diese Location. Und wenn wir dann hier mal wieder rausgehen, hier durch das Fenster und dann hier lang und dann hier runter,
springen, so dass wir wieder auf der Straße landen. Dann haben wir hier diesen Anblick und das hier ist genau das hier. Und da kommt gerade Trauma-Team angeflogen, aber ansonsten ist alles gleich, außer es gibt dort ein Fenster. Dieses Fenster ist nicht mehr vorhanden. Das hat man zugemacht, weggemacht oder wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall hier ganz eindeutig die Location. Ja, Chum, das waren die wichtigsten Location. Und ja, es gab noch eine Location bei dem Maelstrom in der Allfood-Fabrik. Und auch diesen Ort besuchst du unweigerlich, wenn du die Hauptmission spielst. Und ich denke, dieser Ort ist auch zu Genüge bekannt, sodass ich den sicher nicht nochmal zeigen muss. Natürlich ist hier mit den Orten aus Edge Runners nicht Schluss. Schließlich gibt es noch weitere 4 Folgen. Und aus diesen 4 Folgen werde ich dir im nächsten Video dann wieder die wichtigsten Locations zeigen, damit du dir die auch in Night City nochmal anschauen kannst. Tschum, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.